Herzlich willkommen zum Mental High Performance Podcast, der Podcast für massive geistige Energie, Freiheit und ein gutes Leben. Weißt du, was mit Menschen passiert, die zu viele Fragen stellen? Nein. Was passiert mit denen? Keine Ahnung. Wahrscheinlich bekommen sie Antworten. Geschieht ihnen ganz recht. Und ich möchte heute einige Fragen stellen, denn ich glaube, dass die Qualität unserer Fragen unser Leben bestimmt, nicht die Qualität unserer Antworten. Beispiel, es gibt so ein paar Fragen, die funktionieren wie ein Hebel. Sind meine Ziele meine eigenen oder nur das, von dem ich denke, dass ich es will? Sind das vielleicht Ziele von anderen Menschen, die ich erfülle? In dem Moment, wo du nämlich in einer Frageform etwas formulierst, kriegst du ganz andere Antworten von deinem Unterbewusstsein. Das ist übrigens auch was, was viele beim Beten nicht checken. Keine Angst, das ist kein religiöser Podcast. Aber in dem Moment, wo Leute beten und sagen, bitte lieber Gott oder woran man auch immer glaubt, bitte gib mir das und das. Ja, jetzt mal ganz ehrlich, unabhängig davon, ob wir religiös sind oder nicht, glauben wir etwa wirklich, dass wenn es ein Wesen gibt, was die ganze Welt und das Universum erschaffen hat, dass das möchte, dass wir es anbetteln? Eher unwahrscheinlich. Viel klüger, und diesen Impuls habe ich tatsächlich von einer Coaching-Teilnehmerin bekommen, ist es doch, das als Frage zu formulieren. Nicht bitte gib mir mehr Reichtum und Freiheit, sondern dass man fragt, warum werde ich mehr Reichtum und Freiheit bekommen? Das ist eine kluge Frage und dabei ist es egal, ob man betet, meditiert oder ein Brainstorming macht. Mental passieren da ganz ähnliche Sachen. Versuche das, was du vom Leben willst, in der Form einer Warum-Frage zu formulieren. Nicht bitte lass mich diesen Job bekommen, sondern warum werde ich diesen Job bekommen? Versuch mal, morgen oder schon heute, je nachdem, wann du den Podcast hörst, alles, was du willst, alles, was du erreichen möchtest, immer mit einer Warum-Frage vom Leben zu erbitten. Dein Gehirn haut dir da echt einige interessante Impulse raus. Und das Ding ist, es gibt aber auch viele Fragen, die beschäftigen dich durchaus auch länger und die sind vielleicht auch sogar destruktiv. Beispielsweise, mache ich wirklich im Leben alles richtig? Wie viel Zeit bleibt mir eigentlich in meinem Leben noch? Oder wie ist das? Bin ich zurzeit wirklich glücklich? Bin ich ein guter Partner? Was soll ich mit meinem Leben anfangen? Diese ganzen großen Was-ist-der-Sinn-Fragen, die kann man unter einer Frage zusammenfassen. Stell dir doch selber einfach mal eine Frage, nämlich wie würde das alles aussehen, wenn es einfach wäre? Ja, das ist eine Frage, die empfehle ich dir bei jedem Projekt, bei jeder Herausforderung. Wie würde es aussehen, wenn es einfach wäre? Die Frage ist putzig und klein, aber sie ist riesengroß, wenn man drüber nachdenkt. Weißt du, es ist ziemlich leicht, dir selber einzureden, dass alles schwierig sein muss und dass du dich anstrengen musst, dass du volle Power gehen musst. Und oft suchen wir uns dann den Weg des höchsten Widerstandes und nicht den des geringsten. Und das bringt unnötige Härten mit sich. Wenn ich über das Thema Produktivität rede, dann sage ich nicht, wie man mehr Energie in eine Tätigkeit reingibt, sondern beim Thema Produktivität geht es darum, wie man weniger Energie reingeben kann. Muss. Versuch doch also stattdessen mit schwierigen Situationen nicht mit viel Belastung, sondern mit Eleganz und mit Lockerheit umzugehen. Denn manchmal kann man ein Problem lösen, wenn man es komplett anders betrachtet. Und ich empfehle dir daher diese Frage. Wie sieht alles aus, wenn es leicht ist? Ich meine, klar, wenn du dann keine leichte Lösung findest, Schmerzen sind nie out. Du findest definitiv eine Lösung, die unangenehm und anstrengend ist. Aber warum nicht mal einen Tag oder eine Woche damit verbringen, sich eine leichtere Frage zu suchen auf das, was dich beschäftigt? Denn nach meiner Erfahrung liegt es hauptsächlich an besseren Fragen, wie gut wir auf unterschiedlichen Gebieten sind. Eine Führungskraft, ein Meister, jemand, der etwas gut kann, der kann dich anleiten, weil er dich richtig fragt. Und so kannst du vom 10-fachen zur 100-fachen und von der 100-fachen zur 1000-fachen Leistung, Rendite und so weiter kommen. Ein gut formuliertes Problem ist schon ein Teil der Lösung und dein Leben wird dich bestrafen, wenn du dir nur vage etwas wünschst, dich aber stark belohnen, wenn du konkret
eine Frage mit dem Ziel einer Antwort stellst. Auch übrigens Verwirrung und Herzschmerzen, das kommt alles nur, weil wir nur vage überlegen, wie das Ganze klappen kann. Viele Probleme und auch übrigens viele Sorgen kannst du folgendermaßen lösen. Schnapp dir einen Zettel und schreib dir alle Ängste, alles, was in der nächsten Zeit schiefgehen kann, auf. Das geistert nämlich bei uns im Gehirn rum und ist total unpräzise und auch vage. In dem Moment, wo du das aber klar definiert aufschreibst, verliert der Großteil deiner scheinbaren Ängste und Probleme schon den Dampf dahinter. Und ich finde hier einen Satz sehr schön, mit dem ich diese Folge schließen möchte. Die Dummheit der Menschen kommt daher, dass sie eine Antwort auf alles haben. Die Weisheit des Menschen kommt daher, wenn er eine Frage für alles hat. Denn die Entscheidung, welchen Schwierigkeitsgrad du dir über deine Probleme und deine Fragen für dein Leben aussuchst, die liegt, wenn du dir das bewusst machst, zu 100% bei dir.